Und ich höre, ich habe meinen nächsten Anruf in der Leitung. Guten Abend, hier ist Ingo Lenzen. Mit wem spreche ich bitte? Hallo Herr Lenzen, hier ist der Siegfried, 71 Jahre aus Brühl. Zwar alt, aber jung geblieben. Hör ich. Können Sie mich hören? Ich höre Sie super, Siegfried. Ja, okay. So, ganz kleine Sache, ich versuche es kurz zu machen. Bitte festhalten, nicht vom Hocker fallen. Ich setze mich. Los. Ich habe öfters mal eine kleine Parkzeitüberschreitung gehabt. Ich tue also regelmäßig meinen Parkschein ziehen. Ich bezahle dafür, dass ich parken darf. Nur, ja, dass das schon mal klar ist. Okay. So, ich komme aber schon mal ein bisschen später, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Man kann das nicht genau austarieren, habe aber anfangs immer sehr viel Geld zu viel bezahlt. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Das kompensieren wir. Ja, ich habe in einem Elektronikshop einen Partygag bestellt, und zwar ein Blaulicht. So ein Blaulicht, was sich normal Beamte auf ihr Zivilauto packen. Ich glaube, ich kann Ihnen folgen. So, und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Die Birne habe ich durchbrennen lassen, also der Glühfaden ist kaputt. Der Motor, der diesen Reflektor dreht, den habe ich ausgebaut. Das Kabel von der Lampe zum Stecker für die 12-Volt-Steckdose im Auto habe ich weggemacht, bitte festhalten, und habe da einen echt aussehenden, ganz dicken Schnürsenkel verkabelt. Das Ding ist unbrauchbar. Und dann habe ich zum letzten Mal. Ich glaube, ich kann unseren Zuschauern jetzt schon alles erklären, was sie im Schilde führen. Nein, ich führe was anderes im Schilde. Okay. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich zuletzt noch den Magnet aus dem Magnetfuß rausgemacht. Man kann das Ding nicht mal mehr aufs Dach pappen. So, und jetzt tue ich nur ab und zu, wo ich weiß, es könnte mal weit länger werden, dieses Ding in die Windschutzscheibe, also auf das Armaturenbrett legen. Ja. Und habe bisher immer Glück gehabt, zumal ich schon mal gesehen habe, dass vor mir und hinter mir Knöllchen verteilt waren, die vorher, wie ich mein Auto dahin stellte, nicht da waren. Und meine einzigste Frage ist, wenn ich dieses Ding mal im Auto rumliegen habe, also nicht sichtbar, hier, ich habe ein Blaulicht, wenn ich dieses Ding mal im Auto rumliegen habe und ich sollte mal in eine Kontrolle kommen, wo man in mein Auto hineinschaut, was ja selten vorkommt, kann ich da juristische Probleme kriegen, wenn ich den Beamten sagt, hier gucken Sie mal. Die Kelle, ist die kann ich nicht. Ist alles ausgebaut. Das Ding funktioniert ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht in Betrieb nehmen. Richtig. Das wusste ich vor 5 Minuten schon. Also das ist super vorbereitet, Siegfried. Es ist auch schön, wie Sie mir das alles erklärt haben. Ich finde es auch extrem schlau. Aber was ist denn Ihr Hintergedanke, dass Sie dieses Blaulicht in das Auto legen? Was soll denn der Polizeibeamte oder der Ordnungshüter, was soll der denn denken? Der soll doch denken, der liebe Siegfried ist vielleicht einer von uns. Nein, absolut nicht. Nein. Warum haben Sie das Ding dann drin? Wenn ich so denken würde, dann hätte ich mir schon längst diese komische Plakette Gewerkschaft der Polizei an die Scheibe gepappt. Die könnte ich locker kriegen. Nein. Warum haben Sie es dann gemacht? Ja, wenn der mich fragen würde, was haben Sie dann, würde ich sagen, das ist ein Partygag, ich bin auf dem Weg zur Party. Und benutzen tue ich das ja nur, wenn ich mal sage, ja, es könnte ja mal eine halbe Stunde Siegfried, länger was Sie an Ausreden bringen können. Sie sind so ein schlaues Kerlchen. Entschuldigen Sie, dass ich das Kerlchen nenne. Ja, aber so ein schlaues Kerlchen. Sie wissen doch genau, welchen Eindruck Sie erwecken wollen. Und jetzt gehen Sie doch mal davon aus, dass der Ordnungshüter nicht ganz doof ist. Der wird das wohl auch vermuten. Aber Ihre Erklärung ist toll. Gut. Natürlich können Sie sagen, ich habe mir diesen Partygag gerade gekauft. Und vielleicht glaubt Ihnen der eine andere auch. Vielleicht, das könnte ich mir sogar vorstellen, wenn jemand so findig ist wie Sie und Sie würden mal eine Anklage kriegen wegen Amtsanmaßung, darüber können wir ja tatsächlich reden, dass dann der Richter denkt, wer so einfallsreich ist, den lassen wir laufen. Aber Sie könnten auch an einen anderen Richter kommen, der sagt, das ist so durchtrieben, die hat das alles so genau geplant, dass die Anklage da nachher zu einem Urteil führt. Nur weil das und nicht zum Freispruch. Nur weil das irgendwo zwischen den Sitzen herumliegt. Ja, man könnte auf die Idee kommen. Ich finde es ein bisschen heikel.
Ja, ich bin auf die Idee gekommen, weil ein Kumpel von mir, der ist jahrelang mit so einer Arztschlange am Spiegel rumgefahren und hat das auf die gleiche Tour gemacht. Das war eigentlich die, nicht, ich bin kein Polizist, ich will auch nie einer werden, Gottes Wille. Den Ärger kann ich mir sparen, Herr Lenz. Also ich gebe Ihnen einen Tipp. Falls es mal dazu kommt, dann gehen Sie zu einem Anwalt und der soll die Einstellung des Verfahrens anregen gegen eine kleine Geldauflage. Und die kompensieren Sie dann wieder. Das haben Sie uns ja schon vorgemacht, wie es geht. Okay? Aber ich kann Ihnen keinen Freibrief erteilen. Nein, ist okay. Ich habe da Bedenken. Ja, okay. Lieb, dass Sie mir das so geschildert haben. Toller Anwalt, tolle Sendung, tolles Team. Vielen, vielen Dank. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich habe heute Abend wieder was gelernt. Okay. Siegfried, danke. Bis dann. Ja, schönen Abend noch. Ne? Ihnen auch. Tschüss, mach's gut. Ciao, bye.